Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video zurück auf Cake TV Uncut. Wir reagieren heute auf Pursure X. Die hat ein Video gemacht, Leah Thomas, all trans and Latin, besiegt all women's, fair or not. Und da gucken wir rein. On the men's team, the University of Pennsylvania swimmer surpassed the NCAA requirement to compete on the... Digga, alleine wenn ich das breite Kreuz sehe, die Muskeln. Der, das kann doch, also... Das kann doch nicht für die Leute so okay sein. Also da hatten die biologischen Frauen doch wirklich eigentlich gar keine Chance, oder? Women's team, 12 months. Ja, die ist 10-mal breiter als ich. Es ist jetzt auch keine Kunst, ne? It's a hormone replacement therapy. Leah Thomas should not be swimming in women's swimming, period. Ich komme wirklich darauf nicht klar. Ich kann es nicht fassen, dass das passiert. Ich kann es nicht glauben. Also, ich wurde schon mehrere Male auf dieses Problem angesprochen mit transsexuellen Athleten, die dann gegen biologische Frauen antreten. Do you think it's fair for you to compete in the women's category? Absolutely. Why? Why not? Hä, wieso sollte das nicht fair sein? Sag du es mir doch, ey, Junge. Ob ich das jetzt fair finde oder nicht fair finde oder was für eine Lösung dieses Problem hätte, ob die einfach gegen ihr biologisches Geschlecht antreten sollen, also gegen andere Männer. Und ich habe noch nie über dieses Thema ein Video gedreht, weil ich einfach mich nicht gut in Sportarten auskenne und Olympia und das ganze Zeug darum rum. Also fangen wir einfach mal an, über die Athletin zu sprechen, über die es heute in dem Video geht. Und zwar ist ihr Name Leah Thomas, geboren 1998. In Pennsylvania, USA. Als sie 5 Jahre alt war, hat sie mit Schwimmen begonnen und mit 6 Jahren nahm sie für die Westlake High School bereits an den State High School Swimming Championships teil. Mhm. Nach den ersten Semestern an der University of Pennsylvania outete sie sich im Sommer 2018 als Transgender-Person. Noch bis 2019 startete sie als Mann. Nach der Corona-Zeit startete sie dann. Digga, ich weiß nicht, alleine ein Screenshot, der sollte dir doch wirklich zu denken geben, oder nicht? Ich meine, wenn du bei den Männern Platz 462 bist und bei den Frauen ein Jahr später auf Platz 1, also da kann doch was nicht stimmen. Dann bei den Frauenwettbewerben. Da habe ich auch ein Video zu machen, safe, Digga. Therapie begonnen. Also hat sie 21 Jahre lang als Mann gelebt, wenn ich jetzt richtig nachrechne in meinem Kopf. Das Ziel von Leah Thomas ist es, 2024 bei den Olympischen Sommerspielen in Schwimmen teilzunehmen. Aber jetzt sind es nochmal die nationalen College-Wettbewerbe, wo sie daran teilnimmt und wo sie auch, seitdem sie gegen andere Frauen antritt, sehr gute Leistungen erzielt. Vor ihrer Hormontherapie, das war jetzt glaube ich 2019 hier, hat sie den 462. Platz erreicht im Schwimmen gegen andere Männer. Ihre Leistungen haben sich erst verbessert, als sie dann gegen Frauen antrat. Und zwar steigend in die Höhe, Leute. Vor kurzem... Anivia, Bro! Ein sicker Stufe 30 wird mir einfach in den Arsch geschoben, Digga. Vielen lieben Dank, Digga. Dankeschön. Absolute Ehre auf weitere 12 Monate. Du als Person bist mir natürlich egal. Ich will nur dein Geld, aber vielen lieben Dank auf jeden Fall. Bleib so, wie du bist, und zwar anscheinend reich. Das war jetzt am 17. März. Oder am 18. März, I don't know, eins von beiden. Und zwar hat sie den D1 Championship gewonnen. Und damit ist sie jetzt die erste Transgender-Athletin, die jemals einen D1 Championship gewonnen hat. Keine Ahnung, was ein D1 Championship ist. Leute, klärt mich auch in den Kommentaren. Und das im Vergleich... Ja, ich könnte jetzt recherchieren, aber Leute, ist mir egal. ...gleich dazu, dass sie 3 Jahre lang gegen Männer antrat und dort immer zwischen dem 200. und 500. Platz variierte. Und jetzt ist sie Champion, weil sie gegen Frauen antritt. Dann war es aber vor 2 Tagen so, dass sie im Finale den allerletzten Platz belegte. Und viele glauben, dass es mit ihrem Manager abgesprochen wurde, um weiterhin halt gegen Frauen antreten zu können. Weil es halt aktuell so eine riesige Debatte drum gab, ob sie überhaupt noch weiterhin gegen Frauen antreten darf oder nicht. Und diese ganze Diskussion um Transathleten, also um transsexuelle Athletinnen, die gegen andere biologische Frauen antreten, gibt es schon seit Jahren. Und mir fehlt da wirklich jegliches Verständnis, das irgendwie gut zu heißen oder nicht, diese Ungerechtigkeit darin zu sehen. Hier ist auch ein Interview von einer anderen Athletin, die auch Schwimmerin ist, die Folgendes dazu zu sagen hat. It's heartbreaking to see someone who went through puberty as a male and has the body of a male be able to
absolutely blow away the competition, and you go into it with a mindset that you don't have a chance, if that makes sense. Like, it's hard to compete against someone with the aerobic capacity, the muscle development, the body of a man. It's hard. It's hard to think about it like that. Und sie hat echt Eier, dass sie sich das traut, vor der Kamera zu sagen. Das meiste, was ich gelesen habe, vor allem von dieser ganzen... Ja, es ist ja halt auch einfach so, ne? Also muss man wirklich überlegen. Also ich meine, ich finde... Also das Problem halt mit Transsexualität in Sportarten, also in welchem Bereich die halt antreten sollen oder nicht, ist, finde ich, ist auch immer, es kommt halt auch voll drauf an, in welchem Alter du halt angefangen hast, zum Beispiel eine Hormontherapie zu machen. Wenn ich jetzt ein Mann bin und ich fange mit 12 oder was weiß ich, 13 oder wie früh auch immer man anfangen kann, fange ich an, Hormone zu nehmen. Mein Körper entwickelt sich generell super weiblich, ich habe nie diese Testosteronschübe, ich kriege diese Muskelmasse zum Beispiel gar nicht oder dieses breite Kreuz, sondern ich bleibe eher weiblich so. Dann ist es wahrscheinlich noch legitim, wenn man halt bei den Frauen anfängt. So, aber überleg mal so, bis zu deinem 21. Lebensjahr schwimmst du bei den Männern mit so. Und anscheinend hat sie ja auch sehr, also ist sie ja sehr viel geschwommen. Sie hat ein breites Kreuz, sie hat ja schon gute Muskeln und so weiter. Ist jetzt natürlich nicht irgendein Bodybuilder, aber ist halt schon relativ breit. So, und das kann doch, also du musst doch mal wirklich überlegen, also für jede Frau, die sich den Arsch aufreißt, die da... ebenfalls trainiert, die aber einfach biologisch einfach weniger Muskelmasse hat, die gar nicht so viel aufbauen kann, so die, weiß ich nicht, ob das beim Schwimmen Unterschied macht, vielleicht hat die auch längere Arme oder so, keine Ahnung, so ist das natürlich einfach scheiße, so du nimmst wirklich bei einem Wettbewerb mit, wo du halt genau weißt, okay, Bro, ich kann hier einfach gar nicht gewinnen. So, ne, und das sind halt so Dinge, die ich halt nicht verstehe. Ich meine, einer hat reingeschrieben, ja, Kuchen wäre bestimmt in der Frauenbundesliga, in der ersten Bundesliga, also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt wirklich ein halbes Jahr richtiges Training bekomme, dann vielleicht nicht in der ersten Frauen-Bundesliga zu spielen, aber ich glaube, zweite als Torwart würde ich sogar hinkriegen. Könnte ich mir sogar vorstellen, wenn ich halt richtig trainiert werde. So, das könnte ich mir echt vorstellen. So, ne? Und ja, das ist halt weird. Und genau deswegen sollte man das halt nicht machen, ne? Und klar, es geht natürlich auch immer um Gleichberechtigung und so weiter. Ich sage jetzt zum Beispiel aber mal bei ihr, ich meine, die war vorher Platz 200 bis 500. Also, selbst wenn man jetzt sagt, okay, als Frau hat sie jetzt den Nachteil bei den Männern, weil sie verliert ja langsam diese Muskelmasse oder die kann nicht mehr so viel aufbauen oder so, dann müsste man halt sagen, ey, du warst vorher auch nur Platz 2 bis 500. Der Nachteil für die Frauen wäre zu groß, wenn du da mitmachst, du bleibst bitte bei den Männern fertig. Die ganzen Woke-Bubble, diese ganzen Linksextremen unterstützen dir, Thomas, und sagen auch in Interviews, dass nur weil sie trans ist, heißt es doch nicht, dass sie gegen Männer antreten soll. Sie ist eine Frau wie jede andere, weil sie identifiziert sich als Frau und das soll man auch akzeptieren und man soll ihr eine Chance geben und so weiter und so fort. Und sobald man sich dagegen ausspricht, wird man bombardiert mit Transphobie-Vorwürfen und Diskriminierungsvorwürfe. Leah Thomas hat für 21 Jahre als Mann gelebt. Ich persönlich, Leute, habe mit 19 oder mit 20 meine Hormone angefangen. Ich glaube, das war aber eher mit 19. I'm not sure gerade. Jetzt bin ich 25 Jahre alt und ich hatte echt noch Glück, was meine Pubertät angeht. Also ich hatte nie eine ausgeprägte männliche Pubertät, ich hatte nie einen Stimmbruch oder Haare überall an meinem ganzen Körper oder ausgeprägte Schultern oder irgendwas so. Aber wenn man sich einfach mal ein Bild von dir... Ja, Pershack ist einfach transphob, was soll man sagen? Ist Thomas anschaut, von aktuell, also ein aktuelles Bild von ihr, sieht man offensichtlich, was die... Ja, Digga, das ist halt... Also... die männliche Pubertät mit ihrem Körper gemacht hat, was auch nicht rückgängig zu machen ist. Und versteht mich nicht falsch, Freunde. Eine Hormontherapie ändert sehr, sehr vieles. Hormone ändern erstmal das Gesicht, Fettverteilung und die Körperform. Man kriegt Brüste und alles verändert sich so ein bisschen. Und es baut auch die Muskelmasse ab. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Bevor ich auf Hormone gegangen bin, hatte ich überall an meinem Arm so Adern, also so... Und auch hier, das war alles so, das war nicht so weich und rund, sondern das war alles definierter, weil die ganze Fettverteilung und Muskelmasse wird abgebaut. Aber eine Hormontherapie kann nichts rückgängig machen. Also Muskeln kann es abbauen, ja, aber die Körpergröße oder die Armlänge, was ja auch ein Vorteil ist beim Schwimmen, oder ja, den Körperbau, also die Knochen werden jetzt nicht schmaler oder irgendwas, das bleibt alles so. Ich kann es mir nicht rationalisieren, ich kann es mir nicht erklären, warum es für Menschen dann nicht offensichtlich ist, wenn sie Sport und auch Wettbewerbe verstanden haben, was ich nicht mal verstehe. Aber ich weiß halt, Männer treten gegen Männer an, Frauen treten gegen Frau an, damit es fair ist. Und dann im Fall einer transsexuellen Athletin, man die einfach gegen andere Frauen antreten lässt, obwohl für 21 Jahre diese Transathletin als Mann gelebt hat, eine komplette männliche Pubertät durchlaufen hat, damit körperliche Vorteile hat und jetzt gegen Frauen antreten darf, weil sie ja eine Frau ist und sich jetzt diese identifiziert. Und bei solchen Wettbewerben im Sport
geht es doch vor allem um körperliche Fähigkeiten und nicht um Identitäten oder als was man sich sieht oder als was man sich fühlt oder wie auch immer. Und dass man da noch immer darauf Rücksicht nehmen muss, dass sich jemand als... Imagine, du nimmst Hormone und deine Arme werden kleiner. Hallo, ich bin's. Frau identifiziert und man sieht das Brot. Dann andere Frauen an. Ist auf einmal leiser geworden? Und hier ist auch etwas, was ich einfach nicht verstehe an Leah Thomas, okay? Das ist ja eine transsexuelle Frau. Ja, also wie gesagt, ich kann das auf jeden Fall halt zu 100% zustimmen. Also ich habe ja auch schon, glaube ich, letztes Jahr ein Video dazu gemacht, hier von dieser komischen Gewichtheberin, die auch irgendwie bei den Frauen mitgemacht hat, obwohl sie eine Transperson gewesen ist. Die ja bei Olympia, glaube ich, sogar mitgemacht hat, aber da ist sie dann irgendwie rausgeflogen, weil sie, irgendwie, glaube ich, 3 Fehlversuche hatte, dann war sie raus. Aber, also ich verstehe es auch nicht. Es ist, ich kann da 1:1 wirklich einfach nur Pöscher X halt zustimmen. Also wirklich, ich weiß nicht, was... So, wer kommt denn auf die Idee dann zu sagen, ja, okay, dann macht die jetzt bei den Frauen mit? Also, es ist ja offensichtlich unfair, wenn man sich ihren Körper anguckt, so. Und alle denken sich so, nee, das passt schon, alles gut. Eine Sportlerin. Athletin. Alles in Ordnung, alles super. Hat 3 Jahre lang gegen Männer angetreten und hat keine guten Leistungen erzielt. Startet dann die Hormone und tritt dann gegen Frauen an und wird dann Champion. Also Freunde, im Ernst, ne? Wäre ich irgendeine Athletin und ich hätte erst angefangen gegen Männer anzutreten und dann gegen Frauen und werde dann Champion? Ist es nicht übertrieben dysphorie-triggernd? An die, die es noch nicht wissen, transsexuelle Menschen haben etwas, das nennt sich Dysphorie, dass man seine Geschlechtsmerkmale abstößt. Deswegen nimmt man ja auch Hormone und macht Operationen und so weiter und so fort. Und das triggert ihre Dysphorie also nicht und lässt sie nicht dysphorisch. Kukumis, Tier 2 Sub, vielen lieben Dank. Ja, kein Tier 3 Sub hatten wir schon, aber immerhin Tier 2, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Vor allem, weil ja auch jeder im Team weiß, dass es aufgrund ihres biologischen Geschlechtes der Fall ist, dass sie jetzt Champion geworden ist. Und das weiß sie selber ja auch. Also wie kann sie dann einfach damit weitermachen? Ich weiß selber, dass wenn ich in irgendeiner Situation wäre, wo ich gegen eine Frau antreten müsste, ich wahrscheinlich irgendwie gewinnen würde. Also das hört sich jetzt so ein bisschen kacke an, aber ich weiß einfach, dass ich sicherlich durch meine männliche Pubertät gewisse körperliche Vorteile habe, okay? Ich würde mich niemals mit einer biologischen Frau körperlich irgendwie messen wollen, weil ich einfach mir der Realität bewusst bin, dass ich als Mann geboren wurde. Also Männer kann ich gerne schlagen, das ist alles okay. Aber eine Frau... So, okay, Leute, das ist jetzt gerade crazy. Ich lese gerade einen Artikel von der Welt über Leah Thomas und hier steht einfach, bisher mussten trans- und intergeschlechtliche Athletinnen einen bestimmten Testosteronwert unterschreiten, um an Wettbewerben teilnehmen zu dürfen. Dies wurde gestrichen. Statt des für alle Sportarten einheitlichen Testosteronlevels sollen die einzelnen Sportverbände in Zukunft entscheiden, ob Athletinnen oder Athleten einen unfairen Leistungsvorteil haben. Na, da bin ich ja mal gespannt. Was? Und Leute, Leah Thomas hatte noch nicht die geschlechtsangleichende Operation. Heißt also, sie produziert noch immer körpereigenes Testosteron und muss halt gegengeschlechtliche Hormone dann nehmen, ne? Um das auszugleichen. Also Testosteron blocken, Östrogene zu sich nehmen. Und wenn es nicht nachgemessen wird, wie niedrig oder hoch ihr Testosteronwert ist, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie vielleicht mal für eine Woche nicht ihre Hormone nimmt, um ihren Testosteronwert ansteigen zu lassen, damit sie damit halt körperliche Vorteile gewinnen. Ja, ist zumindest halt, also kann man halt machen. Das ist natürlich jetzt ein Vorwurf, den man nicht beweisen kann, aber zumindest gibt man der Sportlerin halt die Möglichkeit, damit genau das halt zu tun. Ne? Ich glaube, bei dieser ganzen Debatte weiß jeder, wie unfair es ist, aber es will niemand aussprechen, weil man nicht auf andere transphob wirken möchte, sondern woke sein möchte und ein guter Mensch sein will. Ja, aber hier kommen wir auch zu dem schwierigen Teil, denn ich weiß nicht genau, was die Lösung für dieses Problem ist, weil natürlich sollen transsexuelle Menschen auch weiterhin Athleten sein dürfen und sollten auch bei Wettbewerben teilnehmen dürfen. Aber wie und wer entscheidet, ab wann es unfair ist? Leah Thomas ist da wirklich das beste Beispiel aktuell, wie unfair es ist. Es sagen ja viele, dass Transathleten einfach gegeneinander antreten sollen, also Transfrauen gegen Transfrauen und Transmänner gegen Transmänner. Aber Leute, es gibt nicht in jedem Bundesstaat oder in jedem Land genug Transpersonen, um die alle gegeneinander antreten zu lassen. Also ja, also ich denke, das mit dem unfairen Vorteil oder nicht, ja, die Regel könnte man wahrscheinlich halt irgendwie benutzen, also oder beziehungsweise sagen, gut, man müsste halt schauen. Ich sag mal zum Beispiel bei Leah Thomas, würde ich halt sagen, okay, die hat halt safe sehr krasse Vorteile, also macht sie halt bei den Männern mit. Auch wenn sie da vielleicht dann den Nachteil hat durch ihre weiblichen Hormone,
ist es halt für die Frauen einfach ein zu großer Nachteil. So, beziehungsweise ist ja wirklich so, muss man ja auch einfach mal so ganz offen sagen, Lia Thomas hat ja vorher beim Schwimmen nichts gerissen. Also Platz 300 bis 500, ich kenne mich jetzt nicht aus, scheint jetzt aber nicht so gut zu sein. Und wenn sie jetzt halt weiter bei den Männern mitmacht und dann jetzt vielleicht Platz 400 bis 600 wird, dann ist es halt scheißegal. Also es macht halt keinen Unterschied. So, du bist dann nicht viel schlechter, sag ich mal. So, aber es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt halt irgendwo ganz weit hinten irgendwo bist bei den Plätzen, bei den Männern oder Platz 1 bei den Frauen. Also, dass der Nachteil für die Frauen ja offensichtlich halt einfach viel zu groß. So, ne? Und ja, deswegen weiß ich nicht, finde ich das auch sehr weird, dass sie da halt mitmacht. Und auch traurig natürlich für die Frauen, ne, die sich da den Arsch aufreißen, die da mitmachen und dann am Ende gewinnt halt so eine Person, so, ne, wo man halt gar keine Chance hatte. I don't know. Ich habe keine Ahnung, was da eine richtige Lösung für ist. Schreibt mir gerne eure Meinungen und Gedanken in die Kommentare und ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, gutes Video. Kann man so machen auf jeden Fall, ne? Pershakes macht sehr gute Videos, ne? Was soll ich machen?